Und er will ja natürlich die 3 Punkte. Er will Tabellenführer werden, endlich. Und Bielefeld überholen. Ich hätte mal gucken können, wie es bei... jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie es bei Bielefeld steht. Da habe ich meine Konkurrenz mal ein bisschen vergessen. Raitala hier mit dem nicht so guten Anspiel hier auf Jones. Und Kim Jong kann klären erstmal fürs Erste. Da haben wir Kendall. Schon sofort auffällig in den ersten Minuten der zweiten Hälfte. Der Junge hat Selbstvertrauen, das ist klar. Gegen Kaplani und so langsam kommen die Paderborner hier nicht mehr durch die Abwehr. Da hat wohl The Fantasy wieder ein paar Worte gesagt in der Halbzeitpause. Campbell gegen Wehmer und damit Bell. Aber Kaplani kommt ran. Aber wieder gut geklärt. Und da haben wir Campbell. Jetzt mal ein bisschen Tempo aufnehmen gegen Wehmer. Aber wird böse gefoult. Könnte sogar eine gelbe Karte geben. Ja, und auch völlig zu Recht gibt der Schiedsrichter Wehmer hier die gelbe Karte. Einfach zu ungestüm hat der Campbell umgehauen. Kim Jong spielt kurz auf Schwarz und da haben wir wieder Campbell. Campbell 1 gegen 1. Ah, kommt er noch nicht ganz vorbei. Wieder Kim Jong. Kim Jong, Schwarz, Lovin. Ah, schade. Aber Paderborn steht ebenfalls gut hinten. Brandy. Sören Brandy, wenn ich mich nicht irre. Und wieder auf Wehmer, der jetzt gelb verwarnt. Und da haben wir Ignoski eingewechselt für den schwachen, blassen Ludwig. Und da haben wir wieder Vives. Vives. Schwach. So langsam wird die Partie ein bisschen öde. Benjamin Laut hat dann bei sich erkämpft. Und auf Camdel. Camdel. Gut durchgesetzt. Camdel. Bis zum Abschluss war das sehr, sehr gut gemacht von Camdel. Hier, schauen wir uns das nochmal an. Schöne Finte und dann aber der Abschluss. Ah, schade. Oh, John Jairo Mosquera kommt in die Partie. Ist höchstwahrscheinlich vom 1. FC Union dahin gewechselt. Der Kolumbianer, nur mal so als kleine Randnotiz. Sowas darf auch nicht schaden. Und fehlen. Campbell ist leider heute nicht so erfolgreich mit seinen Dribblings wie noch gegen Aachen. Lovin und Laut. Ignoski. Lovin. Der Ignoski. Schwarz. Vives. Kann den Ball nicht ganz behaupten. Aber hier haben wir wieder Vives. Auf Eichner. Paderborn steht jetzt ganz tief in der eigenen Hälfte. Da gibt es nur eine Sache zu tun. Und zwar eine zweite Spitze aufmachen. Und ihr ahnt schon, wen ich jetzt reinbringe? Natürlich Rakic. Rakic kommt jetzt gleich rein. Mit 2 Spitzen. Eigentlich sogar mit 4, wenn man ehrlich ist. Ich spiele ja noch mit 2 Außenstürmern. Aber jetzt John Jairo Mosquera! Aber Kirali ist schneller. Mit viel Risiko, aber mit Erfolg kann Kirali den Ball hier klären. Lovin wird gleich ausgewechselt. Eichner. Rukavina. Auf Wignowski. Camdel gegen Gonta setzt sich hier gut durch. Und wird hier gelegt, aber kein Elfmeter. Jetzt der Wechsel, Rakic ist drinnen. Jetzt eine kurze Ecke. Camdel. Abgefälscht. Aber da ist Kim Jong. Alter, legt sich den Ball zu weit vor. Schade. Kruse mit dem Abstoß. Immer noch ein 0:0. München kann vielleicht damit noch leben, beziehungsweise, ich meine damit, Paderborn kann damit noch leben, München, naja. Aber sie versuchen jetzt weiter, Campbell, im 1 gegen 1 gegen Antonsen, und da ist Bio, laut. Was war das? Ein Foul anscheinend, ja, ein Foul von Benjamin Laut. Aber war sowieso kein Tor, deswegen auch keine Proteste von Benjamin Laut. Da haben wir Wachsmut. Letzten Minuten laufen und von Paderborn kommt da noch ein Angriff. Aber Sören Brenny viel zu hastig abgeschlossen.
Und werde ich auch nicht in der Wiederholung zeigen. 13 Minuten noch zu spielen hier. Los, komm, TSV 28 München hier. Muss noch was kommen von euch. Kim Jong. Ah, was ist denn das für ein Dribbling? Mosquera gegen Bell. Wimmer. Nochmal Mosquera. Aber legt sich den Ball viel zu weit vor. Der Kolumbianer. Wundert mich, dass Union ihn wirklich abgegeben hat. Er war eigentlich wirklich der beste Stürmer bei Union Berlin. Aber naja. Da haben wir Kendall. Oh Mann. Mosquera auf Kaplani. Kaplani. Jones. Mosquera gegen Kim Jong. Kann sich durchsetzen. Wehmer. Setzt sich da gut durch. Und aus Kaplani. Erstmal weg damit. Was ist denn jetzt los? Ach, abseits. Abseitsposition. Ich muss zugeben, von Paderborn kommen noch viel mehr Angriffe in den letzten Minuten als von 60 München. Wundert mich ein bisschen. Eigentlich will ja 60 München hier gewinnen und will Tabellenführer werden. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. So, die letzten Aktionen hier noch. Kemde auf Schwarz und damit wieder Kemde. Kemde versucht Rakic einzusetzen. Gelingt ihm auch ein bisschen. Oje. Keine schlechte Reingabe, bloß fehlt da ein Abnehmer. Kemdel. Auf Ignoski. Schwarz. Schwarz kann den Ball trotzdem behaupten. Am Ignoski. Rakic. Dame Rakic! Rakic! Oh nein! Das war, glaube ich, die letzte Chance hier in diesem Spiel. Oh, schade! Rakic macht das Ding tatsächlich nicht. Wurde hier gut eingesetzt. Oh, schade. Yep. Oh, 3 Minuten Nachspielzeit noch. Vielleicht kann man hier noch was rausholen. Jones gegen Brandy. Brüchner. Kaplani. Da. Camillon. Haben wir Laut. Der hat mir heute gar nicht gefallen. Laut war heute echt schwach. Da war Rakic sogar noch ein bisschen stärker und er wurde eingewechselt. Und jetzt nochmal. Vielleicht nochmal ein letzter Angriff. Wie wär's? Nein! Schiedsrichter pfeift ab. 0 zu 0 zwischen 60 München und Paderborn. Ja, es war eine durchschnittliche Partie mit einigen Höhepunkten. Allerdings geht es in Ordnung, das Unentschieden. Beide waren gleich stark circa. Geht in Ordnung. Die Ergebnisse. Hertha konnte noch ein Unentschieden gegen Bochum rausholen, 2 zu 2. Duisburg gewinnt gegen Frankfurt und festigt sich langsam da oben. Ach, Bielefeld konnte ebenfalls gewinnen und macht sich einen kleinen Vorsprung. Unglaublich, dass Bielefeld hier aus 4 Spielen alle 12 Punkte holt. 1-1 zwischen Cottbus und Düsseldorf. Ingolstadt gewinnt 2 zu 0, ist ja schon klar. Union gewinnt 2 zu 1. Unser Spiel 0-0. Aachen gewinnt. Und 0-0 zwischen Oberhausen. Union Berlin hat uns überholt. Wir haben zwar die gleiche Tordifferenz, allerdings hat Union viel mehr Tore gemacht. Und Hertha guckt da unten rum auf Platz 12. Bisschen enttäuschend, finde ich. Schade. Hier haben wir noch ein Eintrittsgeld. Nächstes Spiel wird gegen Oberhausen sein. Ebenfalls wie ein Heimspiel. Und mal sehen, von Palmieri gibt es glaube ich auch nichts. Ich glaube sogar, dass ich glaube ich nur junge Spieler nur in der Vorbereitung immer holen kann. Was kann man hier noch tun? Finanzen. Ich kann ja vielleicht noch mal ein bisschen verhandlungsmäßig meinen Scout ein bisschen gucken. Ich habe ja Ramos. Gehen wir mal. Ich will ein paar Herthanern wirklich mal. Mindestens einen Herthaner will ich verpflichten für die nächste Saison, falls sie wirklich aufsteigen. Ich bin überlegen, wen wir alles holen könnten. Lasogga auf jeden Fall in die Scoutliste. Oh, Yusuf, ein Neuzugang. Vielleicht auch noch Bigaike. Ja, Bigaike wäre auch noch eine Alternative. Wie viel müsste ich denn für den bezahlen? Ja, könnte man. Ja. Und auch ein Lasogga wäre ein schöner Neuzugang. Sehr schön. Mal sehen. Ah ja, Scoutliste.
Er hat wirklich Geschwindigkeit. Es ist unmöglich, ihn zu bekommen. So. Okay. Nächstes Heimspiel gegen Oberhausen. Wieder so ein Larifari-Gegner eigentlich. Aber man darf ihn, wie ich schon gesagt, nicht unterschätzen. Man hat es ja gesehen, gegen Oberhausen nur ein 0 zu 0. Und, naja. Mehr werdet ihr in der nächsten Folge erfahren.